Einen wunderschönen, liebe Cuxhaven Fotografiert-Fans. Bevor es natürlich losgeht, erstmal Intro. In diesem Video möchte ich dir da draußen gerne zeigen, wie ich so eine schicke Aufnahme hier gemacht habe oder beispielsweise bearbeitet habe mit dem kostenlosen Programm GIMP. Der ein oder andere von euch da draußen wird sich vielleicht fragen, hey, ist so eine Aufnahme eigentlich schwer hinzubekommen? Meine Meinung dazu, nein, ist es natürlich nicht. Wenn ich ehrlich bin, kann jeder von euch da draußen solche Aufnahmen machen. Man muss nur, ehrlich gesagt, Lust dazu haben. Und natürlich musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und so ist es ungefähr gewesen bei dieser Aufnahme, die ich jetzt im Watt gemacht habe. Ich war früh morgens da. Es war vor Sonnenaufgang. Das heißt, ich bin meist eine Stunde bevor die Sonne aufgeht, bin ich schon längst am Ort und bleibe da stehen und warte auf den passenden Moment mit den ganzen Rottönen etc. etc., damit ich dieses Bild hinbekomme, weil es einzigartig ist und ich es auch halt nie wieder hinbekommen werde. So ihr Lieben, dann wollen wir doch mal anfangen mit der Fotobearbeitung. Also, dranbleiben! Wie ihr sehen könnt, habe ich nun hier in meinem Programm das Foto hochgeladen und wie ich nun das hier rausbekomme, so was Schönes, das bekomme ich ja nicht mit der Kamera einfach hin, mit, ich sag mal, 50 mm Festbrennweite, sondern das natürlich bearbeitet, definitiv, aber alles andere ist echt. Also der Hintergrund, hier die Wolken etc., das ist alles echt, da wurde nichts bearbeitet. Vielleicht nur ein bisschen Kontrast, Farbe, Töne geändert, damit das halt schön aussieht. Ansonsten ist es soweit echt, bis auf das hier, die Wattbrillen hier. So, und wie ich das gemacht habe, zeige ich dir jetzt. Es ist relativ einfach. Wir nehmen hier wieder unsere Ebene, diese Ebene dupliziere ich jetzt einmal, dass ich zweimal das gleiche Bild habe. Die obere Ebene jetzt gehe ich mit einem Weichzeichner, grauscher Weichzeichner und mache es unscharf. Wie ihr seht, das ganze Bild ist nun unscharf. Das andere aber wiederum nicht. So, dann werde ich auf ein Bild klicken, eine ebene Maske hinzufügen, weiß und volle Deckkraft hinzufügen. Jetzt haben wir hier unser kleines Feld und werde nun mit dem Pinsel, nehmen wir hier den weichen und hier den Pinsel, mal eben noch mal einstellen auf meine Farbe, so die Größe des Pinsels, und jetzt, wie ihr seht, kann ich jetzt schön diese Wattstrukturen rausarbeiten. Ich mache das jetzt halt ein bisschen schneller. Dann halt wieder ein bisschen runtergehen. Ein bisschen größer. Dann gehe ich jetzt hier wieder so rum. So. Dann heißt das mit der Deckkraft immer weiter runtergehen jetzt ein Tick. Und ich werde natürlich den Pinsel dazu auch immer größer nehmen. So, noch ein Tick, Pinsel wieder etwas vergrößern, so, und nun werde ich nochmal mit der anderen Deckkraft einmal um das komplette Bild nochmal gehen wischen. Das heißt, in dem Bild, da ich das ja unscharf gemacht habe, habe ich auch kein Rauschen mehr drin. Das ist alles raus jetzt. So. So, und wie ihr seht, so habe ich das Bild gemacht. Wie ihr also gesehen habt, es war eigentlich relativ einfach, sowas hinzubekommen. Wenn dir da draußen das Video gefallen hat, kannst du mir gerne einen schicken Daumen nach oben geben und hier unten ein nettes Kommentar abgeben. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Und nun werde ich mich verabschieden und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben da draußen. Euer Marcel, Cuxhaven fotografiert. Ciao.